Sicher doch, los geht's los. Ja, nein, das geht schon. Servus die Mauern, grüß euch die Bulm. Willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute mit dem Brill, Sarge und Richard wieder unterwegs. Der joggt mich heute auf auf den Donnerkugel. Was erwartet uns, Richard? Ein gemütlicher Klettersteig für die meine. Für mich. Nein, gemütlich, relativ lang. Ein bisschen Kondi braucht man, Ausdauer sollte schon vorhanden sein und Übung, also einfach so. Ja gut, jetzt sind wir schon auf einem Level, was nicht mehr Anfängerlevel ist. Also du bist also sowieso weg, aber reden von mir jetzt. Danke. Alles andere hat mich jetzt enttäuscht. Ja, ja, ja. Geht nicht. Ein wenig was runter. Ja, wir müssen noch eins auch weiter trainieren. Vom Hüftspeck. Gibt es noch was hinzufügen, Richard? Let's go. Let's go. Auf geht's. Ah, das schaut schon fein aus. Da. Das ist der Grund, warum wir so bald losgefahren sind. Sieht man da oben schon die Sonne im Gebirge reinkommen. Herrlich. So, wir begeben uns da jetzt auf zum Klettersteig, Einstieg. Wie spät ist denn jetzt, Richard? Hast du geschaut? Ja, 5:20 Uhr. 5:20 Uhr, ja. Wir brauchen circa eine Stunde. Und der Grund ist, warum wir so bald da sind, weil die erste selber um 8 Uhr aufgefahren, oder Richard? Ich glaube 8, kurz nach 8, ja. Sowas, geht's was. Und dann startet es jetzt da oben und auf das haben wir echt keinen Bock. Deshalb gehen wir da jetzt einfach sowas. Da haben wir einen wunderschönen Ausblick zum Dachstaume. Und in großer Sicht sieht man auch schon. So, und da rauf. Da oben ist dann der Klettersteig. Da ist die Himmelsleiter, auf die freue ich mich schon besonders. Naja, dann wandern wir mal auf wieder, ne? Du warst eh schon mal da, Richard, gell? Ich war schon mal oben. Ja. Das ist einer von deinen Lieblingsklettersteigen. Einer von den schönsten. Einer von den schönsten. Schönste. Recht viel Gletscher ist nicht mehr da. Am Dachstein. Bitte Türen schließen, danke. Wo sind denn die coolen Moves? War das ein 50er Brunftschein? War schlechter. Schlecht. Aber ich kann zum Aufstehen motiviert jetzt. Juckt's nicht wirklich. Der war sehr brünftig. Die Kur braucht ein scharfes Zuckerl. Hat das nicht Stier? Ja. Das ist ein Stier. Hat der Hund ein rotes Dickel mit? Darum bin ich blau, also nicht rot. Wir sehen es gar nicht, ich bin getarnt. Die glauben, du bist der Baum. Die werden sie an mir reiben. Kleinere Hirne anreiben an dir. Und meine, wir haben schon 590 Höhenmeter gemacht. 590? Ja. Danke, Herr Brillbeauftragte. Gerne. Ich muss dir irgendwie bei Laune halten. Ich glaube, der Richard kriegt heute endlich einmal seinen Kaiserschmarrn. Ja. Bei jeder Tour redet er mich an den Kaiserschmarrn. Die haben es einen für mich. Aber heute gibt es einen Kaiserschmarrn. Aber ich sag dir, weißt du, was passieren wird? Ich werde nichts Süßes machen, ich werde irgendwas anderes wollen wahrscheinlich. Heute, was es noch gibt? Ja. Weil die ganze Zeit Riegeln und so, Schafsfries. Mhm. Dann brauche ich irgendwas Deftiges noch. Mhm. Oder ist ausverkauft? Ja. Wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand machen. Du bist mit mir unterwegs, Richard. Das ist meine Motivation. Das ist deine Motivation. Ja, meine Motivation ist die Leiter. Da sieht man jetzt die Topo. Also da ist der Einstieg, ja. Geht man da rauf und die Leiter ist die absolute Attraktion von diesem Klettersteig. Leider haben wir ein bewölktes Wetter, aber ja, das kann man sich nicht aussuchen. Dafür haben wir unsere Ruhe heute. Erstens einmal sind wir bald da und zweitens, wir sind bald da. Willst du das jetzt auch sagen? Also? So, fertig, sind wir. Ab geht's. Sehr fein.
Richard, wir haben da einen Spreizschritt. Für dich ist das ein ganzer Schritt. Jump. Für mich ist das ja, ein kleiner Schritt für mich. Ein großer Schritt für Manuel. Hui! Bitte, wie man es aus dem Bett aussteigt. So, da haben wir jetzt auch kurze CD-Stühle. Das sind ganz schön lose da, die Steine. Ich macht er das, der Ritsche. Wir kam's. Der Enzianweg. Blau, blau, blau blüht der Enzian. Oder geht das Lied so? Ja. Schau, gell? So geht's. Der Heino singt das. Aber recht viel mehr weiß ich schon lieber vom Leben. Ja. Richard, Zwischenfazit. Ich bin gelangweilt. Vorgeh. Geh vor. Ja, ich geh lieber vor. Warten muss ich zwar sowieso, aber da. Da kannst du wieder ein Foto machen. Da kann ich ein bisschen bessere Platz lassen. Was? Ja. Sehr fein. So, Ritsche, hau dich auf da, auf die Himmelsleiter. Die Lego-Leiter. Richtig toll, was du gemacht, Richard. Willkommen. Wahnsinn. Können wir jetzt wieder umdrehen? Das war die Attraktion, wir haben es geschafft. Hier ist die Leiter, die Himmelsleiter. 40 Meter lang. Das ist ein wenig eingegangen heute Nacht. Schaut das nicht geil aus da? Herrlich. Da haben wir die Leiter. Die sogenannte Himmelsleiter. Warte, ich heb mich mal ein. Bitte, ja. So, da, wir sind da jetzt hier oben am Donnerkogel. Haben die bekannte Himmelsleiter jetzt erreicht. Englisch Stairway to Heaven. Wenn man da so aufschaut, sieht man, warum es so heißt. Der Mann kämpft sich da schon auf. Scheißen Sie noch nicht an, Herr Bichelmüller! Nein, das geht schon!
Habe ich alles schon mal gemacht, habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Also kann ich das auch. Schau, ich bin verrückt. Geiler Scheiß, Alter. Da noch eine steile Etappe auf zum Lippigreit. Geil. Da strömen sie alle her. Der Massentourismus. Es sind halt die, die was mit der Seilbahn rauffahren. Ja. Deshalb sind wir so bald aufgestanden und daherkommen. Genau aus dem Grund. Early Bird, jawohl. Im Wurm gibt's am Köpfekreuz. Im Wurm? Drüben ist der Dachstein. So, das war's mit dem Donnerkugelklettersteig. Richard, wie haben wir geschlagen? Ja, ich brav wie immer, meine. Sehr tapfer bisschen, geschlagen. Bisschen. Bis zum Schluss. Ja, ich hab das schon mal mehr beißen gesehen. Es war ja jetzt nicht über außerordentlich schwer. Mhm. Was ist dein Ding, deine Meinung? Ja. Madelkopf deutlich schwieriger gewesen wie dich. Nein, muss eigentlich nicht. Nein? Nicht? Haben wir leichter da. Leichter? Alles Tagesverfassung gewesen. Ja, da waren wir mehr im Soft. Jetzt haben wir doch einen Monat nichts gemacht. Du? Ich, ja.
Nein, aber im Endeffekt kann man sagen, die Leute ist richtig geil. Derjenige, was die Tour genießen will, sollte mindestens einmal 7 auf dem Einstieg sein. Ja. So wie wir. Bevor die Seilbahn raufkommt. Genau. Mit den Touristen. Ganz wichtig. Ansonsten kann man eigentlich nicht dafür sagen. Nein. Richtig schöne Tour. Schön gegangen. Keine über drüber schweren Stöhnen gewesen. Nein, also zweimal ein kurzes D-Stickel drinnen. Hab ich nicht gespielt, ehrlich gesagt. Weil du schon geübt bist. Ja, geübt. Ja, ein Anfänger darf da nicht her. Das ist schon. Das war's mit dem Video. Ja? Was? Mehr gibt's nicht mehr. Ah, doch, vielleicht sagen wir euch nur einen Kaiserschmarrn. Ja. Aber ja. Nur vielleicht. Wir holen sie jetzt, der Gutzi. Der Gutzi holen wir sie jetzt, ja. Ja, dann, wenn das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, würde mich freuen. Und pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Jawohl, mach einen gescheiten Juchitzer! Jawohl! Alter, das war aber ein Stimmbruch jetzt! Ja. Jawohl! Ja, ein bisschen!